die darüber entscheiden. Und den Biegern zum Beispiel, das ist das Beispiel der Diktatur schlechthin, dem passen die Entscheidungen bzw. die Korrespondenz, die Entscheidung der Versammlungsbehörde, der Polizeiinspektion passen nicht. Und da sagt er, na, wenn ihr hier das zulasst und dem Gesetz folgt und hier diese Versammlung zulasst, gar nicht. Dann seid ihr nicht das der Versammlungsbehörde. Das ist absoluter Faschismus. Alter, kannst du mal hochfilmen? Hier sind meine Augen. Kommen, die ändern das Gesetz dahingehend, dass... das ist absoluter Faschismus, was hier in der Stadt abgeht. Ich habe keine Ahnung, was mit den Leuten los ist. Aber die sind alle nicht in Ordnung. Das ist ganz merkwürdig. Das wird natürlich auch nichts ändern an der Rechtslage. Die Berichte werden natürlich weiterhin so...